Liebe Schwestern und Brüder, wir haben seit einigen Monaten eine Diskussion um das Gebet. Das hat insofern etwas Positives, als es darüber schon lange keine rechte Diskussion mehr gab. Aber es geht um eine Diskussion um das Gebet, das Jesus seine Jünger und damit auch uns, seine Kirche, lehrt. Nun haben die deutschen Bischöfe sich schon gegen eine vorgeschlagene Änderung entschieden. Aber dennoch, wie das mit Diskussionen so ist, sie hält an. In einer großen katholischen Monatszeitschrift findet sich jetzt in der neuen Ausgabe ein Artikel, wo es ein Plädoyer dafür gibt, dass, wenn die Kirche denn nun will, dass sich die Menschen ein solches Grundgebet zu eigen machen, dass sie dann gefälligst auch ein Recht haben, ihre eigenen Gedanken einzubringen. Man weiß nicht recht, was man noch sagen soll. Aber das ist typisch für die Zeit, in der wir leben. Wir übernehmen nichts mehr. Wir lassen uns selbst im Gebet, das Jesus uns vorgesprochen hat. Weil die Jünger ihn fragen. Wir wissen nicht, wie wir richtig beten sollen, als deine Jünger, damit wir erkennbar sind. Beten, das taten damals auch viele. Die Jünger sagen das. Die Jünger des Johannes, die Pharisäer beten. Aber wir gehören zu Jesus. Wie sollen wir beten? Dazu sind wir offenbar heute nicht mehr willens oder in der Lage. Wir müssen unsere eigenen Gedanken eintragen. Sonst ist das nicht unser Gebet. Diese Beobachtung ist eine gute Erklärung und Beleuchtung dessen, was der Jakobusbrief uns heute sagt, wenn er von den Zweifeln spricht. Wir bezweifeln heute einmal grundsätzlich alles, was nicht aus uns selber kommt. Welch eine Verkommenheit geistlich gesehen liegt darin. Was kommt schon aus uns selber? Jesus sagt das deutlich im Evangelium. Wir haben das die letzten Tage noch gehört. Alles Schlechte kommt aus dem Menschen heraus. Aha, und das bilden wir dann demnächst auch noch im Beten ab. Statt darauf zu achten, dass wir eingeübt werden, dass wir uns in geschenkten Worten, wir sagen dogmatisch sogar in geoffenbarten Worten, einbergen und so beten lernen und nicht auf unserem Subjektivismus, auf unserem eigenen Willen beharren. Denn das lehrt Jesus seine Jünger beten. Dein Wille geschehe. Oder sollen wir das Vaterunser ändern? Mein Wille geschehe. So klingt es fast. Nein, es geht nicht um unseren Willen. Es geht nicht um unsere Wünsche und nicht um unsere Absichten. Es geht allein darum, dass der Wille Gottes geschehe im Himmel wie auf Erden. Punkt. Und das gilt für alle anderen 7 Bitten so, wie sie stehen, im Griechischen und wie sie im Deutschen eigentlich relativ genau übersetzt werden. Wer zweifelt, sagt der Jakobusbrief, ist wie eine Welle, die vom Wind im Meer hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch bilde sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten wird. Sollen wir ständig das Grundgebet ändern, je nachdem, wie uns zumute ist? Und wer entscheidet dann, wessen Wille geschieht? Der Bischöfe oder der des Papstes? Oder machen wir eine Volksbefragung, eine Abstimmung? Oder wie soll das gehen? Es geht um den Willen Jesu. Es geht um seine Worte, an denen wir beten lernen. Es geht um die Worte der Psalmen, an denen wir beten lernen. Es geht um die großen Beter, angefangen in der Heiligen Schrift. Angefangen von Zacharias, den wir jeden Morgen zitieren. Angefangen von Maria, die wir jeden Abend im Abendlob zitieren, um beten zu lernen. Damit wir eben nicht hin und her geworfen werden, sondern verlässlich sind. Und wissen, ja, so sind wir in einer guten Spur. So wie wir seit 2000 Jahren sind. Das ist eine verlässliche Richtung und wir haben sie immer wieder zu korrigieren. Von uns selber abzusehen, damit unser Gebet echt wird. Und allein diesem Gebet hat Jesus Erhörung versprochen, wie der Apostel uns heute erneut sagt.